jetzt das Eintracht hier. Zwei wichtige Themen, aber kommen wir erst mit der negativen Nachricht. Ne? Das Beste ist natürlich dann immer zum Schluss. Obwohl das Beste wäre eigentlich er. Denn er, genau genommen, Makoto Hasebe, wird seine Karriere mit 40 Jahren beenden. Bin ganz ehrlich, bin ein wenig enttäuscht. War ich einfach in Oka Nikolov. Ich habe gedacht, ich stehe noch mindestens 10 Jahre länger da. Ich war safe davon überzeugt, dass irgendwann Oka Nikolov dann so mit einem Rollator oder so im Tor steht. Und auch bei Hasebe habe ich gedacht, ja komm, mit dem Rollator geht er übers Feld. Und wäre immer noch schneller als Hummels. So, Spaß beiseite. Der übrigens trotz des Eigentores an sich wirklich ein enormes Spiel gemacht hat. Hasebe natürlich wird uns treu bleiben in einer gewissen Funktion. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Würde ich mir wünschen. Okam ist ja leider nicht so bedingt, ne? Ist aber auch schön aktiv tätig in den USA und lebt einfach seinen Traum, muss man ganz ehrlich sagen. Aber kommt von Hasebe, der alte Hase, der seine Karriere völlig verdient hat zu beenden. Auch Wolfsburg hat sich da zu Wort gemeldet. Aber viel wichtiger für uns jetzt. Wir können in die Champions League einziehen, Mann. Ja, yeah, let's go. Wir müssen zwar den Dortmunder die Champions League gönnen, ja? Ist in Ordnung. Ja, ich gönne in die Champions League. Wenn wir Sechster werden und gleichzeitig, es könnten sogar bis zu 7 werden. Wir sind nicht in dieser Saison, aber grundsätzlich können bis zu 7 Mannschaften in die Champions League kommen. 7 Mannschaften. Dann kommt die Europa League, das wäre 8er, 9er und die Conference League 10er. Stell dir mal vor, dann hätten wir 10 Mannschaften, wenn dann international vertreten. Holy shit. Aber das Ding ist einfach, wenn jetzt irgendeine kackgroße Fliege, egal. Fakt ist, wir haben ja grundsätzlich 4 Champions League Plätze. Wenn wir den extra Platz bekommen sollten durch die neue Champions League, ihr wisst ja, es gibt eine neue Champions League, dies und das, blablabla. Und dementsprechend kann es dann halt sein, sage ich jetzt mal, wenn wir da auf den ersten beiden Plätzen landen, dass wir, also das sein, zusammen Pflicht, also auf jeden Fall, dass wir den 5. Platz bekommen. Und dementsprechend sollte dann Dortmund, das kommt ganz wichtig, warum, Dortmund 5. werden. Sie müssen 5. werden. Damit wir den 6. Champions League Platz bekommen. Sollte Dortmund in den ersten 4 landen, dann wird es nichts. Denn das Ding ist halt, wenn Dortmund in den ersten 4 landet, wären sie ja so oder so für die Champions League qualifiziert. Das ist ähnlich mit der Europa League. Leverkusen, wenn die Leverkusen die Europa League gewinnt, kriegen wir keinen extra Champions League Platz. Weil der Europa League Sieger bekommt ja eigentlich, sag ich mal, die Champions League. Ich meine, wir wissen das, 2022, wir waren 10. haben die Champions League bekommen. Aber sollte er dann schon in den Top 4 sein, dann geht halt die Champions League, das ist extra los, sag ich mal, woanders hin. Warum ist es hier anders? Weil das so berechnet wird, erst die 4 normal, dann natürlich als Titelverteidiger kommt Dortmund dahin, sage ich jetzt mal. Weil Platz 5 wäre ja eigentlich, wäre Platz 5 eigentlich nicht die direkte Qualifikation. Und deswegen kriegt Dortmund den 5. und wieder noch den 6. Weil das ja nicht immer feststeht, das ist ja immer variabel. Nur dann. Nur dann. Und wie erwähnt, wäre Leverkusen im Mittelfeld. Und das würde alles so eintreten. Und Leverkusen hätte dann, würde die Europa League gewinnen, wäre aber auf Platz 10 oder so. Hätten wir 7 Mannschaften in der Champions League. Aber auch so soll das so eintreten, dass wirklich Dortmund 5. wird. Und jetzt, wir müssen ja eigentlich dafür sein, dass RB Leipzig jetzt gewinnt. Und stellt euch mal vor, und jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es könnte sogar sein, dass wir am letzten Spieltag verlieren müssen gegen Leipzig, damit Leipzig vor den Dortmunder bleibt. Dann ist Leipzig 4. Dortmund 5. Und wenn dann
Dortmund also da im Finale stehen sollte, müssen wir hoffen, dass Dortmund das Finale gewinnt. Ich glaube, wir müssen echt das Risiko eingehen. Und dann muss aber die Frage, wie sieht es unten aus? Könnt ihr uns noch überholen? Das ist auch die Sache. Wenn wir safe Sechster werden könnten, sollt, und auch egal, ob wir am letzten Spieltag verlieren, dann scheiße ich auf die Statistik mit den, wir haben noch zu Hause ungeschlagen. Dann verliert zu Hause von mir aus gegen Leipzig und wir beten dann einfach, wir sind dann alle im Finale, wenn Dortmund da sind. Alle Dortmund-Fans, sympathisieren alle dann für Dortmund. Und dann spielen wir als Sechster in der Champions League. Das wäre so geil. Holy moly. Aber ob das eintritt oder so, mal schauen. Aber was wird das für ein taktisches Geplänkel? Alter Falter. Ist das geil. Oh Mann. Lass uns aber darauf abwarten. Wir gehen da mal genauer drauf ein. Vielleicht, wenn die letzten 4 Spieltage sind oder so, können wir mal überlegen. Dann gehen wir mal komplett durch. Vielleicht meinst du mit Mario, den muss ich mal anhauen. Vielleicht machen wir das mal mitten in der Woche. So als Mittwochvideo und machen die erste und zweite Liga einfach mal durch. Das wäre was. Genau, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oh, das könnt ihr mal machen. Mal schauen. Ich versuche zu machen, ansonsten mache ich es allein. Ich sage ja, arrivederci. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und ciao.